Ich muss da eine Probe sitzen, damit das Publikum weiß, das ist der Publikumsstuhl. Und nachher steht er zur Verfügung für alle diejenigen, die sich beteiligen wollen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem mittlerweile sechsten Abend. Beziehungsweise sind ja schon mehr Abende gewesen, auch in Brixen und Bruneck. Aber die sechste Veranstaltung im Rahmen der Reihe Querdenken. Freut mich, dass so viele da sind. Heute haben wir erstmals einen Einheimischen, unter Anführungszeichen, das Wort sollten wir eigentlich nicht verwenden, aber einen Referenten, der hierher, von hier ist, von Südtirol. Und das Thema ist ein Thema, das in Südtirol natürlich omnipräsent ist. Die Landwirtschaft, eine andere Landwirtschaft. Gerade heute ist ja leider in der EU-Kommission entschieden worden, dass Glyphosat doch nicht verboten werden soll oder doch nicht umweltschädlich sein soll. Es soll nicht krebserregend sein, dafür viele andere negative Nebenwirkungen haben, aber es läuft darauf hinaus, dass Glyphosat wieder zugelassen wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns im Rahmen dieser Reihe auch mit diesen Themen beschäftigen, mit Themen der Landwirtschaft. Und ich freue mich, dass Alexander Adjatle hier ist. Und danke Markus Lobis für die bewährte Projektleitung und Moderation. Und übergebe jetzt. Vielen Dank an die Hausherrin. Danke Marlene. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es entscheidend war, dass du das zugelassen hast, dass wir das Querdenken-Konzept einmal ausprobieren und es funktioniert. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass du aufgeschlossen warst für eine Idee, die deren Zeit anscheinend gekommen ist. Querdenken beschäftigt sich mit vielen Themen, die querdenkenswürdig sein. Und wenn man genau hinschaut, sind alle Themen querdenkenswürdig. Manche sind Stammgäste und die werden sich wahrscheinlich schon langweilen, wenn ich immer einsteige mit dem Spruch, dass weiter so in jedem Bereich, den wir kennen, in jedem Regel- und Ausgleichssystem keinen Sinn mehr macht und dass es fast zynisch ist, wenn wir in den Nachrichten immer wieder hören, ja, die Wirtschaft springt wieder an oder die Börse gibt wieder positive Nachrichten oder diese ganzen Indikatoren und diese ganzen Zeichen, die wir von diesen Seiten bekommen, sind eigentlich nichts anderes als versteckte Symptomatiken einer ganz tief sitzenden Krisensituation, die wir in allen Ausgleichs- und Regelsystemen bemerken, wenn wir nur ausreichend drauf schauen. Es freut mich sehr, dass wir heute Alexander Adjatle zu Gast haben. Ein sehr beeindruckender Mensch, ein sehr spannender Bauer, ein hochqualifizierter Agronom, der das, was er macht und tut, auch wunderbar ausdrücken kann. Und das ist besonders wichtig und schön für uns heute. Wir haben schon gestern das Vergnügen gehabt, in Brixen so einen Querdenkenabend zu gestalten. Und das ist auch eine spannende Eigenheit dieser Reihe, dass wir mehrfach aufeinandertreffen und dass dann die Meraner in den Genuss kommen, dass sie schon eine relativ reife Veranstaltung bekommen, weil es die zweite oder manchmal auch die dritte ist. Erzähl uns einmal bitte kurz, ihr erlaubt mir, ihn zu duzen, wir kennen ihn schon lange, ich hoffe, das wird nicht als Respektlosigkeit gesehen. Erzähl uns bitte kurz dein Werdegang als Bauernbauer aus Novofinchgau. Ja, einen schönen guten Abend meinerseits und danke für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, dass der Abend nicht ident wird mit dem gestrigen. Das würde dann für die Spontanität auch ein bisschen sprechen. Ich bin aus Schleiß in Malz, habe im Prinzip relativ früh dann den Oberen Finchgau verlassen, habe die Oberschule für Landwirtschaft in Auer besucht, bin dann nach Florenz, habe dort studiert, Agrarwissenschaften, habe das Studium unterbrochen und habe ein Jahr in Kalifornien gelebt, bin dann zurückgekommen, das Studium abzuschließen, Zivildienst zu machen und dann hat der berufliche Werdegang angefangen. Es hat
ein Intermezzo geben bezüglich den Vereinigten Staaten. Dazu kommen wir vielleicht später. Nach dem Studium bin ich dann ins Ausland. Ich habe ins deutschsprachige Ausland. Ich habe am Alpenforschungsinstitut in Garmisch für fast 3 Jahre für 2 Projekte gearbeitet, die vordergründig die Aufgabe hatten, die Auswirkungen der EU-Agrarpolitik, der EU-Agrardirektiven auf die Landwirtschaft im Alpenraum zu messen. Und das war für mich recht spannend, das war ein ganz wertvolles Lehrgeld. Und von dort bin ich dann langsam in den Finchgau zurück, habe mich selbstständig gemacht, habe dort relativ lang als freiberuflicher Berater gearbeitet in der Landwirtschaft, war für 5 Jahre immer wieder im Kosovo, Wiederaufbau gleich nach dem Krieg 99 und habe mich dann schrittweise an den elterlichen Betrieb hin getastet und irgendwann beschlossen, mit meiner Frau diesen Betrieb zu übernehmen, und da hat dann eigentlich mein landwirtschaftliches Tun dann angefangen. Was vorher war, würdest du nicht als landwirtschaftliches Tun bezeichnen? Ich höre da meinen eigenen Atem, ist das normal oder so? Ist das ist ganz gut, wenn man es hört. Oder stört man das, du lebst nur, oder? Wenn man es nicht mehr hört, dann liege ich da. Nein, das ist nur eine technische Frage. Es war anfänglich vor allem wissenschaftliche Arbeit. Natürlich bin ich am Betrieb aufgewachsen, habe die landwirtschaftliche Arbeit, sage ich mal, ein Stückchen weit von der Picke auf gelernt, vieles aber erst auch dann auswärts. Und das Intermezzo war ein wissenschaftliches, hat Spaß gemacht, aber hat für mich auch die Klarheit gebracht, dass es nicht langfristig meine Welt ist. Aber du warst ja als Agronom tätig, und was war da dein Haupttätigkeitsfeld? 2 Dinge. Wir haben eine Bürogemeinschaft gehabt mit mehreren Leuten, habe ich Erwachsenenbildung in der Landwirtschaft gemacht, vor allem aber im Inntal, habe dadurch das ganze Inntal auch kennengelernt, und auf der anderen Seite haben wir angefangen, Regionalentwicklung im oberen Finchgau zu betreiben. Die bekannteren Projekte, die ich gemeinsam vor allem mit dem Konrad Mesner auch als Bürogemeinschaft lanciert haben, das war das Festival Gesang und der Aufbau der Märkte. Ich bin etwas später dazu gekommen, die Ideen waren damals schon reif, aber wir haben es dann gemeinsam relativ über 10 Jahre gemacht. Mittlerweile ist der Galli- und der Georgimarkt, April und Oktober, eine recht feste Realität in Malz. In den Anfängen 1999 war das nicht so, weil es unglaublich viel Befangenheit gegeben hat von Landwirten, von Bäuerinnen und Bauern, ihre Produkte wieder auf den Markt zu bringen. Das hat es eigentlich nur mehr teilweise gegeben. Wir haben in der Zwischenzeit eine riesige Entwicklung diesbezüglich gemacht. Aber es ist so, dass wir damals doch sehr mühsam das versucht haben, in Gang zu bringen. Und mittlerweile haben wir an die 80 Stände, sei es im Frühjahr wie im Herbst. Wir haben vor allem im Frühjahr eigentlich eine unglaubliche Pflanzenvielfalt am Markt. Und diese Pflanzenvielfalt, ohne einmal darüber zu sprechen, ist natürlich über den Markt irgendwann auch in die Landschaft gebracht worden, durch den Verkauf alter Sorten. Das war unser großes Anliegen. Und da haben wir indirekt, glaube ich, ein enorm hochwertiges, einen genetischen Pool an Pflanzen im oberen Finchgau und auch ein bisschen darüber ausgeschaffen. Das waren so die 2 Aufgabenbereiche, Bildung, Erwachsenenbildung, Regionalentwicklungsprojekte. Und vielleicht dann eben immer wieder auch diese Entwicklungshilfearbeit im Kosovo. Du hast eigentlich einmal im Bereich der industriellen Landwirtschaft deine Ausbildung komplettieren wollen. Du warst ja eigentlich in der Ausbildungszeit recht überzeugt davon, dass so ein Agraringenieur recht ein interessanter Mensch ist. Ja, es war... hatte eigentlich so einen entscheidenden, also einen recht lustigen, spannenden, schmerzenden Moment gegeben. Und zwar wollte ich in den Vereinigten Staaten bleiben und dort auch das Studium weiterführen. Habe dort einen Studienplatz an der California Polytechnical University in San Luis Obispo, eine recht renommierte Landwirtschaftsuniversität,
zwischen Los Angeles und San Francisco. Habe den Studienplatz dort organisiert, bin zurückgekommen und habe da meiner Familie auch das vermittelt. Ich bin im Herbst wieder weg, bin dann an die Botschaft nach Mailand und dort hat mir ein recht stattlicher Herr, so 120 Kilo, aber richtig groß, ganz freundlich gesagt, ob ich weiß, dass jeden Tag ungefähr 20 Leute zu ihm an die Botschaft kommen und über solche Verhaltensweisen den Militärdienst einfach nicht machen wollen. Ich darf nicht ausreisen, ich muss zuerst meinen Militärdienst da leisten und dann kann ich alles machen, was ich will. Es war so ein Moment, der dann diesen Studiengang, dieses Studienjahr nicht zustande kommen lassen und anfänglich sehr schmerzvoll, aber es war ein bisschen auch dann die Wende. Ich habe angefangen, agrarisches Wirtschaften, wie wir es schon seit Jahrzehnten machen, auch langsam zu hinterfragen und habe dann eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen und Schritt für Schritt meine Bewirtschaftungsform am Betrieb, aber auch eine Denkart entwickelt, die nimmer viel mit dem zu tun hat, was ich an der Universität gelernt habe. Ich bin immer noch dabei, mein universitäres Gedankengut, von meinem universitären Gedankengut ein Stück weit zu ernüchtern. Wir waren letztes Monat da mit dem Dr. Schulmeister und der hat erklärt, dass die Ökonomen gegen besseres Wissen oft und gegen die eigene Überzeugung die ausgelutschten Thesen weitervertreten, weil sie ja so hart darum gekämpft haben, ein Ökonom zu werden und danach nicht sagen können, dass sie jetzt 10, 15 Jahre ihres Lebens aufgewendet haben, um einer Chimäre aufzusitzen im Wesentlichen, weil er hat ja, viele von euch waren ja da, sehr deutlich den Ökonomen als solchen entzaubert und hat einmal ein bisschen über die Grundlagen der Ökonomie diskutiert. Ist das im agrarischen Wesen ähnlich? Das heißt, wenn jemand heint, ein hochqualifizierter Agraringenieur ist, vielleicht irgendwo in einem großen Unternehmen arbeitet und dort noch Marketing-Sprüchen dazu beitragt, den Welthunger zu bekämpfen oder Bauern zu Profiten zu verhelfen. Kann es auch sein, dass der dann irgendwann einmal aus der ganzen Tretmühle ja nicht mehr rauskommt? Weil man sieht ja halt immer deutlicher, dass dort einige große Fehlentwicklungen im Gang sein. Und das sind ja alles intelligente Leute, das sind ja keine Idioten. Die werden das wohl selber auch merken, dass da einiges falsch läuft. Was passiert denn im Kopf von so einem hochqualifizierten Agraringenieur, der vielleicht 20 Jahre lang in der Industrie gearbeitet hat und dort Erfolge gehabt hat? Kann der überhaupt noch umdenken? Also das ist nicht jetzt auf die bezogen, weil du ja nicht in der Situation warst. Wie solche Menschen gehen, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, das Wort Ingenieur sagt es schon. Wir haben in der agrarischen Ausbildung sehr technische Ausbildungsformen. Wir haben ein sehr sektorales Denken und ich denke, eine Spur mehr humanistische Bildung, eine Spur mehr ökologische Bildung in der Ausbildung war unglaublich wertvoll. Selbst in Südtirol, in den Ausbildungsstätten der praktischen Landwirte spielen diese Themen eine relativ untergeordnete Rolle und auch an Universitäten, speziell an italienischen Universitäten, die da den Erneuerungsprozess viel, viel langsamer schaffen, gibt es sehr technologische Ansätze. Und mittlerweile, glaube ich, müssen wir die Agrarfragen in der Welt nicht nur von der technologischen Seite her betrachten, sondern es gehört weit mehr dazu. Insofern brauchen wir einfach wieder Leute, die etwas breiter denken, die nicht nur die Zahl, nicht nur die Maschine, nicht nur eine Pflanze als Element sehen, sondern die wirklich irgendwo ein gesamthafteres Bild der Landwirtschaft in sich tragen und dadurch auch ein anderes Denken entwickeln. Können wir vielleicht kurz die Entwicklung der Landwirtschaft, so mal hauptsächlich in Europa, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einmal ein bisschen unter die Lupe nehmen, um zu schauen, wo du welche Entwicklungen eingesetzt haben, die vielleicht jetzt in Fehlentwicklungen gipfeln. Gerne. Vielleicht darf ich nur noch ein Beispiel, das mir gerade in den Kopf kommt, zu dem Thema technisches Denken auch anführen. Justus von Liebig, der große Chemiker, hat irgendwann festgestellt, dass oder die Aussage getätigt, die Pflanze wächst so viel, wie das Element, das in der geringsten Form im Boden vorhanden ist, zur Verfügung steht.
Das ist eigentlich der Grundsatz der modernen Düngelehre, der daraus gezogen wurde. Aber niemand hat später seinen Satz am Sterbebett veröffentlicht, ich habe geirrt. Und da sieht man, dass technisches Denken nach wie vor notwendig ist, aber wir müssen es stärker mit einem globalen Zusammenhang in Verbindung bringen. Und das ist so als Beispiel, wie die agrarische Entwicklung in Europa vonstatten gegangen ist, hat sehr stark mit der Historie auch zu tun, hat sehr stark mit den Weltkriegen zu tun. Im Ersten Weltkrieg war die Hauptwaffe war natürlich das Schießpulver. Man hat den Seemächten oder man hat den kriegsführenden Mächten damals den Seeweg abgeschnitten und somit konnten sie kein Ammonium, kein Chile-Salpeter aus Chile importieren, hatten dadurch eben keine Möglichkeiten mehr, Schießpulver herzustellen. Und man hat dann versucht, es auf eine andere Art und Weise zu machen. Haber und Bosch, ein deutscher und Schweizer Chemiker und ein Physiker, haben dann dieses Haber-Bosch-System irgendwann erfunden, wo unter größtem Druck und unter größter Hitze Stickstoff aus der Luft gebunden wird und dieser Stickstoff dann in dem Fall für die, für kriegerische Zwecke verwendet werden hätte sollen. In der Zwischenzeit war dann der Krieg zu Ende. Man hat diese riesen Stickstoffmengen gehabt und hat festgestellt, überall wo der Stickstoff im Freien vergammelt, beginnt unglaubliches Wachstum. José Lutzenberger, der argentinische Umweltminister deutschen Ursprungs, sagen wir es mal so, ein Radikalökologe, hat dazu auch ein wunderbares Buch geschrieben, wo er das sehr genau auch schildert. Auf jeden Fall hat man festgestellt, überall wo diese Stickstoff Vorräte liegen, beginnt es zu wachsen. Und das war eigentlich dann der zweite Schub der mineralischen Düngung in der Landwirtschaft. Der Zweite Weltkrieg war dann eher, hätte eigentlich ein chemischer werden sollen. Dort hat man festgestellt, dass diese Substanzen, die zum Töten eigentlich gedacht waren, eben auch verschiedenste Insekten, verschiedenste Krankheiten bekämpfen. Und das war dann der Beginn eigentlich des modernen Pflanzenschutzes. Ist das nicht ein Euphemismus, vom Pflanzenschutz zu reden? Schützt man da wirklich die Pflanze? Ja, darüber können wir uns noch ausführlich unterhalten. Es ist das geläufige Wort. Wir müssen überlegen, welche Begriffe wir verwenden. Aber es ist de facto ein Begriff, der das nicht, oder das sehr beschönigend beschreibt und den man dann auch bewusst, denke ich, in den Mund nimmt. Es hat dann in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahren, diese massiven Überproduktionen gegeben. Das heißt, die europäische Landwirtschaft ist sehr stark auch historisch von Amerika, von der Wiederaufbauhilfe Amerikas abhängig war. Marshall hat ja damals sehr einen großen Einfluss in Europa gehabt. Er hat die agrarische Entwicklung auch maßgeblich geprägt. Man hat versucht, einfach Hunger zu stillen und hat es geschafft. Man hat es aber auch so weit geschafft, dass es zu viel worden ist. Daraus sind Butterberge, Tomaten im Meer und so weiter entstanden. Dann hat man angefangen, Landwirtschaft zu reglementieren in den 80er Jahren. Man hat Quoten geschaffen, man hat Produktionskontingente ausgegeben und heute versucht man, die wieder zu liberalisieren und versucht praktisch irgendwo über den reinen Markt das Gleichgewicht in der landwirtschaftlichen Produktion herzustellen. Wenn wir jetzt noch wissen, dass landwirtschaftliche Produkte eine ganz, ganz hohe eine hohe Verderblichkeit haben, das heißt, gar nicht so lange lagerbar sein. Wenn wir wissen, dass ein Lebensmittel, sobald jemand satt ist, für uns nicht einen Wert hat, mehr davon zu besitzen, im Vergleich dazu, wenn Sie Ihre Schuhe anschauen, dann haben wir wahrscheinlich alle ein oder zwei Paar Schuhe zu viel zu Hause, aber die kann man eben kaufen, weil es einem gefällt. Agrarische Produkte, wenn man satt ist, dann kauft man keine mehr. Und das sind zwei ganz banale Dinge eigentlich, die dazu führen, wenn genügend Produkt da ist, dann fällt der Preis. Weil ich nicht mehr kaufe, wie ich essen kann, wir essen eh schon zu viel meistens, und weil das Produkt an sich in der Regel verderblich ist. Und sobald ein Kilo Milch zu viel am Markt ist, beginnt es radikal preislich sich nach unten zu entwickeln.
Das ist die eine Entwicklung. Die andere ist diese sogenannte agrarische Tretmühle, dass technologische Entwicklungen, technologische Erkenntnisse für Landwirte, für Bauern und Bäuerinnen so lange von Vorteil sind, solange sie diese vorab nutzen können. Sobald diese Entwicklung zum Standard wird, produzieren alle wieder auf der gleichen Art und Weise und dann fallen wieder die Preise. Und das ist diese Tretmühle, aus der wir ganz, ganz schwer herauskommen. Ein Beispiel, ein einfaches Beispiel aus meiner Welt ist die Tierzucht. Ich habe selber einen Betrieb, versuche mir zurzeit eine alte Rasse anzusiedeln, das alte Braunvieh. Ich habe für viel Geld aus der Schweiz ein paar Tiere angekauft und wollte jetzt mit diesem Grundstock an Tieren, wollte einfach langsam die Zucht aufbauen. Habe dann von 32 Kalbungen habe ich 4 weibliche Kälber gekriegt und somit verlangsamt sich das Ganze. Eins ist dann noch blöderweise im Berg abgestürzt. Und dann sagt mir mein Nachbar im guten Geiste, sagt er, Alexander, warum verwendest du nicht gesächsten Samen? Gesächster Samen ist letztlich nichts anderes als mechanisch getrennte weibliche und männliche Samen. Das ist gang und gäbe mittlerweile. Wir wissen ja, wir haben verschiedene spezifische Gewichte, wir können das zentrifugieren und dann separieren sich die. Und das wird heute eingesetzt. Das ist im Prinzip eine Methode, um die Perzentuale an weiblichen Tieren zu erhöhen. Ich kann gesächsten Samen verwenden. Da klopfe ich meinem Nachbarn auf die Schulter und sage, na hey, zum einen ist das verboten in der biologischen Landwirtschaft und interessiert mich nicht. Und zum anderen, jetzt stell dir mal vor, wenn ich jetzt diese Technologie verwende, dann habe ich nächstes Jahr bei 12 Kühen habe ich 12 weibliche. Wenn du die verwendest, du hast 30 Kühe, dann hast du 30 weibliche. Er verwendet das schon sehr stark. Und irgendwann haben wir alle nur mehr weibliche Nachkommen und dann brauchen wir die aber nimmer. Und dann ist klar, der Viehpreis fällt für die weiblichen Nachkommen. Und das ist ein Beispiel für diese landwirtschaftliche Tretmühle. Und das ist, denke ich, eine ganz große Herausforderung, da Formen zu finden für agrarisches Wirtschaften, die nicht ständig diesen technischen Optimierungsgrad im Hintergrund haben und diesen ständigen Marktdruck auch. Magst du es ein bisschen wegdrehen vielleicht nachher? So, noch passt das recht. Ich bin Niki Lauder, der hat nach unten, aber gerne. Also, okay. Jeder hat seine Art. Ja, man nur denkt, das ist die Überwachung, wenn ich da rumgucke. Nein, passt perfekt. Was passiert, wenn man dem Boden so große Mengen an Chemikalien zuführt, wie es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa passiert ist? Es wird immer wieder davon gesprochen, dass die Böden eigentlich nicht in einem guten Zustand sein. Und das können wir Laien nicht wahrnehmen. Man geht irgendwo vorbei und man sieht, es sprießt und wächst und es ist eigentlich Rekordernte wieder angesagt. Aber was passiert wirklich mit den Böden? Kann es so sein, dass der Boden, ich habe den Film gesehen, kann Ihnen alle raten, den anzuschauen, Good Food, Bad Food, da geht es auch um diese Sprengmittelunterbringung in den Böden. Und man hat dann den Eindruck, der Boden wird dann nur mehr zum Träger von dem, was man hineinschießt und hat selber keine Kraft mehr. Sehr laienhaft formuliert. Ja, wir haben da schon zu Zeiten der großen Wirtschaftsdenker Keynes, wir definieren heute im agrarischen Denken Boden als ein nicht abschreibbares Gut, als ein sich ständig generierendes Gut. Wir haben, wenn Sie heute eine landwirtschaftliche Buchhaltung anschauen, dann haben wir nie eine Bodennutzung oder eine Bodenabnutzung da, weil wir immer noch in unserem Denken davon ausgehen, dass Boden nicht verbraucht wird. Jetzt ist es im Idealfall einer ökologischen Landwirtschaft auch, ist es auch so. Aber wir haben mittlerweile einfach Bewirtschaftungsformen entwickelt über die industrialisierte Landwirtschaft, die de facto Boden verbraucht. Wir verbrauchen jährlich, ich weiß die Zahl nicht, physisch Millionen Tonnen von Boden durch
falsche Bearbeitungsmethoden, durch häufige Bearbeitungsmethoden, durch häufige Nutzung wird Boden de facto weniger. Bekannter von mir, Markus Wenz, hat einen 50 Hektar Ackerbaubetrieb in Deutschland geführt. Der hat mir erzählt, er hat nach 15 Jahren seines landwirtschaftlichen Tuns, aus der landwirtschaftlichen Ausbildung heraus, Massenerträge, Getreide, fast nur Getreideanbau, er hat nach 15 Jahren den Kontohöchststand erreicht und den Bodentiefstand. Er war imstande, in 15 Jahren 27 cm Boden zu verbrauchen. Und hat 2 Jahre danach war er bankrott, weil der Boden nicht mehr funktioniert hat. Und dann hat er nochmal die Möglichkeit bekommen, diesen Betrieb trotzdem weiterzuführen und hat angefangen, pfluglose Ackerwirtschaft zu betreiben. Und hat jetzt in nochmal 15 Jahren, hat er, ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 Zentimeter Boden wieder aufgebaut. Was verschwindet da konkret? Es verschwindet die Humussubstanz. Humus ist ein grundlegendes Element des Bodens und durch die verstärkte Sauerstoffzufuhr über beispielsweise vermehrtes Pflügen, vermehrtes Arbeiten, heizt sie im Prinzip die Bodenaktivitätsprozesse an und die heizt sie so stark an, dass Boden physisch verbraucht wird. Nebenbei dann auch eine unglaubliche Menge an CO2 freisetzt. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Klimagipfel in Paris, wir sprechen, die ganze Welt spricht, wie können wir das Klima verbessern, und die Landwirtschaft war beim ganzen Klimagipfel in Paris nicht eine halbe Stunde ein Thema. Und die Landwirtschaft ist, die Weltlandwirtschaft und vor allem die industrialisierte Landwirtschaft ist vom CO2-bindenden Element zum CO2-produzierenden Element durch falsche Bodenbearbeitung geworden. Und in Marrakesch hat man dann nachgebessert und hat versucht, auch dieses agrarische Thema in die Klimakonferenz einfließen zu lassen. Falsch bearbeitete Böden emittieren sehr viel CO2. Das ist dann auch die Klimarelevanz, die in der Landwirtschaft eine große Rolle spielt. Du hast von der Methode zur Gewinnung von Stickstoff gesprochen. Die ist ja sehr aufwendig, um den zu produzieren. Wird er immer noch so produziert, wie es damals, weil es wird ja heute auch bei uns sehr viel Stickstoff eingesetzt, in der Obstwirtschaft, habe ich den Eindruck. Ja, vielleicht gerne zu dieser Frage, aber vielleicht nochmal ganz zurück, um den Bogen zu Ende zu spannen, was den Boden anbelangt. Wir haben heute in einer Handvoll Erde Boden, in einer kleinen Handvoll, einer Kinderhandvoll Erde, haben wir mehr Mikroben drinnen, wie wir Menschen auf diesem Erdball sein. Jetzt können Sie sich vorstellen, was da im Boden passiert. Und auch aufgrund dieser besagten Theorien des Düngens, aufgrund der Erkenntnisse, die man im Krieg gesammelt hat, geht man in der Landwirtschaft immer davon aus, dass ich Pflanze dünge. Der Pflanze beistehe, die Pflanze versucht, zu einem gewissen Ertrag zu bringen. Und in der ökologischen Landwirtschaft findet da ganz ein starker Betrachtungswechsel statt. Wir sagen, es geht darum, Boden in den Vordergrund zu stellen. Es geht darum, diese Mikroben, diese unzähligen Mikroben zu ernähren. Und die sind ihrerseits in der Lage, den Boden so aktiv zu gestalten, um Pflanzen zu ernähren. Und das ist eine völlig andere Betrachtungsweise. In der ökologischen Landwirtschaft versuchen wir wieder mehr, den Boden zu pflegen, und daraus mit der richtigen Bewirtschaftungsform wächst eine starke Pflanze. Wächst eine Pflanze, die dann nicht mehr verschiedene Hilfsmittel in Form von Düngemitteln, in Form von Pestiziden braucht, sondern eine Pflanze, die dann in sich kräftig genug ist, um auch widerstandsfähig zu sein. Es wächst eine Vielfalt, gerade wenn man den Grünlandbereich andenken, dann ist es auch sind es vielfältige Gräser und Kräuter, und daraus können dann eben auch hochwertige Lebensmittel entstehen. Und in der Summe reduziert sich eigentlich mein agrarisches Denken in den letzten Jahren ganz stark auf dieses Thema Boden, weil da eigentlich alles entspringt. Und
etwas salopp formuliert, sind die Maschinen immer größer und die Traktoren immer höher. Und ganz, ja, ich bin da manchmal ein bisschen provokativ, und je höher der Traktor, umso weniger Kontakt zum Boden haben wir noch in der Landwirtschaft. Wir haben große Maschinen, wir haben ein technisches Denken, und da verlieren wir oft diese Nähe. Es hat niemand mehr einen Spaten dabei und macht einmal eine Bodenschichtanalyse oder einmal einen Regenwurm zu zählen oder mal eine Durchwurzelung anzuschauen. Und ich denke, das ist wirklich ganz, ganz ein zentraler Punkt, der Boden, den wir in den nächsten Jahren viel, viel mehr in den Vordergrund stellen müssen und pflegen müssen und hegen müssen. Wie würdest du die Situation des Bodens in Südtirol einschätzen? Gibt es da große Unterschiede oder welche Kriterien würdest du da bei einer Analyse mal ansetzen? Ich kenne relativ wenig Details oder eigentlich ganz oder überhaupt keine Detailproben jetzt von Böden. Was ich mehr feststelle, ist so das Auge des Agronomen, und anhand von Pflanzengesellschaften kann man natürlich auch sehr viele Rückschlüsse auf den Boden ziehen. Wenn ich die Verampferung in Obstkulturen oder auch in Grünlandkulturen sehe, dann weiß ich, da ist A, ein unglaublicher Nährstoffüberschuss und B, eine unglaubliche Bodenverdichtung da. Was ist der Ampfer? Der Ampfer ist ein Pfahlwurzler, der mit Stickstoff relativ gut umgehen kann. Der entnimmt dem Boden diesen Stickstoff. Der Ampfer ist durch die Pfahlwurzel versucht, der Boden wieder aufzuweiten, zu lockern. Er ist letztlich nur ein Hilfeschrei des Bodens. Und Bodenzustände kann ich eher so lokal dann von Bewirtschaftungsformen abhängig machen. Ich hätte mir jetzt nie getrauen, einen Urteil über den Zustand eines Bodens in Südtirol zu geben. Vielleicht nur ganz für das Verständnis, was mineralische, also Kunstdüngung auch mit Boden macht, ist vergleichbar mit einer Suppe, die Sie essen. Wenn ich Ihnen in diese Suppe einen ganzen Becher voll Salz schütte und dann halte ich Ihnen die Pistole an den Kopf und sage, Sie müssen die essen. Und ganz ähnlich passiert es mit, durch die mineralische Düngung im Boden erhöhen wir die Salzkonzentration im Boden. Durch die erhöhte Salzkonzentration hat die Pflanze die einzige Chance, diese Konzentration auszugleichen, indem sie diese Nährstoffe aufnimmt. Und dadurch wächst sie so enorm. Das ist eigentlich der Zyklus des Stickstoffs. Wir haben aber da dann nicht eine, oder das Wachstum, Stickstoff ist ja Baustein der Aminosäuren, und es wächst dann die Zelle, vor allem in die Länge, die Zellwand wird dünner, es wächst viel mehr Gras, wenn ich jetzt beim Grünland bleibe, aber es wird viel, viel anfälliger. Das ist beim Getreide ähnlich, wenn ich solche Überschüsse habe, dann habe ich eine dünnere Zellwand und dann habe ich eben auch eine angefälligere Ähre oder einen anfälligeren Obstbaum oder ein anfälliges Gemüse. Und da sieht man, das ist eigentlich eine Zwangsernährung. Und da versucht die ökologische Landwirtschaft einfach andere Ansätze zu finden, die ganz stark über den Boden gehen, über die Bodenlebewesen. Was passiert in der ökologischen Landwirtschaft? Du hast das Beispiel vorher zitiert vom Bekannten, der den Humus wieder aufgebaut hat und der auch mit pflugloser Landwirtschaft sich beschäftigt. Was passiert da, dass der Aufbau wieder gelingt? In meinem Fall hat es dazu geführt, dass ich als Betrieb von der Güllewirtschaft beispielsweise mich wieder verabschiedet habe. Bin zurück zur Mistwirtschaft und habe das dann weiterentwickelt von der Mist zur Kompostwirtschaft. Und seit fast 10 Jahren stellen wir wieder mit einem relativ großen Aufwand Kompost her. Und Kompost ist ein hoch komplizierter Prozess, ein hoch spannender Prozess, ein Prozess, den wir bei unseren Hausgärten mehr schlecht als recht machen, von der ganz strengen technischen Seite her betrachtet. Und über diesen Kompost kann ich langfristig Böden unglaublich vitalisieren. Ich kann die Humusschicht aufbauen, das Wasserhaltevermögen des Bodens erhöhen, das ist eine ganz wesentliche Sache.
Es gibt Studien in Kalifornien bei Salatpflanzen, die man mit Humus gedüngt hat oder mit Kompost und die andersweitig gedüngt worden sind. Die haben eine enorme Wasserhaltefähigkeit hat der Boden. Das heißt, wir brauchen weniger Wasser. Auch ein Thema in der Welt, in der Betrachtung des agrarischen Wirtschaftens in der Welt, der Verbrauch von Wasser. Und das ist meine Antwort auf oder meine Lösung, die ich in meinem Betrieb gefunden habe. Und so langsam stellen wir fest, wir machen es jetzt seit fast 10 Jahren, wir machen seit 15 Jahren biologische Landwirtschaft, wir haben vorher relativ intensive Viehwirtschaft betrieben und ich merke hier erst jetzt nach 15 Jahren langsam eine Veränderung des Bodens und über den Boden auch der Pflanzengesellschaften. Und das wird noch dauern. Ich möchte noch den Aspekt vom Energieaufwand auch in der konventionellen Landwirtschaft noch kurz streifen, bevor wir dann auf deinen Betrieb kommen. Diese Stickstoffproduktion ist ja extrem aufwendig, vom energetischen her. Ja, die gesamte Landwirtschaft, diese industrialisierte Landwirtschaft hat es geschafft, Produktion zu erhöhen, zweifelsfrei. Aber sie hat es nicht geschafft, die Welt damit zu ernähren. Es werden immer noch 70% der Welt von kleinen und kleinstbäuerlichen Strukturen ernährt. Und es sind jetzt die Erkenntnisse da, dass diese Bewirtschaftungsform einfach gewisse, sage ich mal, Kollateralschäden hat. Und einer dieser Kollateralschäden ist die Energie. Wir verbrauchen mittlerweile für eine Lebensmittelkalorie mindestens 10 Kalorien an Energie in der Produktion. Und das zeigt eigentlich, dass die industrielle agrarische Produktion eine gewisse Defizienz von der energetischen Seite hat. Sie können sich ein Beispiel machen oder eine Frage in die Runde, was glauben Sie, was die effizienteste Form der Landwirtschaft wäre? Das wäre nichts anderes, als wenn Sie zu Hause 30 Nussbäume pflanzen und mit der Hand Nussen auflesen. Warum? Weil Sie über Ihre Handarbeit einen minimalen Energieinput haben und weil Sie über die Dichte, über die Energiedichte der Nuss eine unglaubliche Kalorienzahl ernten. Das ist eigentlich die effizienteste Form. Oder die zweite, das ist für Sie vielleicht einfacher, indem Sie zu Hause gärtnern. Weil natürlich mittlerweile ein Viertel der gesamten Lebensmittelproduktion in der Welt zwischen Produktion und Konsum flöten geht. Ein Viertel. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Beispiel für Defizienz einer Landwirtschaft, die Tomaten aus Spanien nach Südtirol und die Milch von Südtirol nach Russland und eines unglaublich globalisierten Systems. Und ich habe heute ganz einen spannenden Artikel gelesen von Christian Felber in der Zeitung im Zug. Und Christian Felber sagt, der Weltmarkt soll nicht, oder der Markt an sich soll nicht Ziel sein, sondern Mittel zum Zweck. Handel ist Mittel zum Zweck. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich fasziniert hat, ist, er schreibt, wir sollen nicht für Weltmärkte produzieren, sondern wir sollen lokale Produktionen verstärken. Und der Weltmarkt ist dieses kleine Plus, das auch dieses Positive an der Globalisierung ist, auch zu Weihnachten einmal die Ananas zu haben, um ein Beispiel zu sagen. Aber es darf nicht das Ziel sein, langfristig, und das schaffen wir, glaube ich, ökonomisch und vor allem ökologisch nicht, langfristig, diese globalisierten Austausch von agrarischen Produkten weiterzubringen. Wir haben auf diese Veranstaltung hingewiesen mit einem sehr schönen Foto, das es von dir gibt. Da sieht man dich, wie du hinter einer Kuh stehst und wie du sie streichelst oder ja, massierst vielleicht. Wie geht es deinen Kühen? Hast du dich verabschiedet heute, wenn du weggefahren bist? Ja, das ist... Ja, verabschiedet jetzt nicht, aber es geht ihnen gut. Und ich hoffe morgen dann auch noch. Wenn du wieder um 5 Uhr aufstehen musst. Nein, du musst die Nacht heimkommen. Das ist ein kleiner Familienbetrieb und so ab und an ist es schon möglich, dass ich mal abhaue. Wir versuchen uns da auch ein bisschen breiter aufzustellen, weil es ja auch
Gefahr ist vielleicht das Falsche, aber wenn du so als Bauer oder als Bäuerin in der Viehwirtschaft so völlig unabkömmlich bist, dann hat das schon, beinhaltet das schon eine gewisse Gefahr für den Betrieb, aber auch für deinen Geist und für deine Energien. Das gilt aber für alle Bereiche, da die sagen. Also ja, absolut, absolut. Beim Bauer ist vielleicht der Vorwand noch klarer, weil man muss ja in den Stall, man ist in einen Rhythmus eingebunden, aber wir leiden doch alle darunter, dass wir uns alle für unabkömmlich halten. Oft. Sage ich nichts dazu. Dann hast du den Hof übernommen. Wie groß war er damals? Was haben die Kühe damals geleistet und was leisten sie heute? Beziehungsweise wie groß ist der Viehbestand? Was können wir uns ungefähr an einer Hofgröße vorstellen, die den Engelhof betrifft? Wir bewirtschaften einen sehr kleinen Hof. Ich habe eine Praktikantin aus Thüringen da gehabt, und die hat zu mir mal gesagt, nach 2 Wochen, ich sage, Alex, deine ganze Hofgröße ist in etwa die Rangierfläche der Traktoren in meinem Betrieb, wo ich arbeite. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann mich darüber beschweren, dass er zu klein ist, oder ich kann versuchen, aus der Kleinheit was zu machen. Und die haben mich eigentlich fürs Zweite entschieden, auch motiviert, einmal von einem ganz spannenden Vortrag, dass in der Vergangenheit in der Landwirtschaft die Größe absolut entscheidend war für den wirtschaftlichen Erfolg. Und dass es heute das Innovationspotenzial der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ist. Und gestärkt mit dem Gedanken habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt da nach Schleiß und nehme diese 5 Hektar Land in die Hand. Es waren damals 4, 1 Hektar haben wir dazu erwirtschaftet. Wir bewirtschaften nochmal 5 Hektar im Pacht, das heißt ungefähr 10 Hektar Land. Davon ist mindestens 1 Hektar immer Getreideanbau. Und der Rest dient für die als Futtergrundlage für die 12 Kühe, die wir heute halten. 12 Kühe sind das? Das sind 12 Kühe. Und früher waren es? Die heute weniger Milch produzieren wie in den 90er Jahren 8 Kühe. Wir produzieren heute in etwa pro Kuh und Tag 16 Kilo Milch. Das ist umgerechnet in eine Jahresleistung sind es knapp 5000 Kilo, 4800 Kilo Milch. Der Landesdurchschnitt in Südtirol ist mittlerweile über 7000. Und es gibt Kühe, die weit über 10.000 Kilo Milch produzieren. So eine Kuh muss dann zwischen 45 und 50 Kilo Milch pro Tag produzieren. Das sind dann die sogenannten Turbo-Kühe. Ja. Da spielt dann auch neben der Rassenauswahl auch noch medizinisch ist eine Rolle, oder? Ja, das ist im Prinzip, wenn ich es mit dem Sport vergleiche, ich versuche es manchmal mit dem Sport zu vergleichen, dann ist das ein Triathlet, der auf Hawaii ganz, ganz fit ist und da darf dann nichts schief gehen, dann macht er diesen Ironman und so ist im Prinzip mit diesen Hochleistungstieren. Das sind Tiere, die ständig sulla fila della lamina wandeln auf der Messerschneide. Wenn das Management stimmt, dann kann das und funktioniert das auch ein Stück weit. Aber gerade in Gebieten wie unseren, den Alpinen, wo produktionstechnisch einfach nicht immer die Voraussetzungen da sein, ist es aus meiner Sicht relativ schwierig. Und es hat... In Südtirol haben wir eine Milchwirtschaft, die relativ intensiv ist, weil Südtirol als alpine Region nie dieser EU-Quotenregelung unterworfen worden ist. Das heißt, Südtirol hat sehr wohl auch eine Quote gehabt, aber das war immer eine regionale Quote, die so hoch war, dass es betrieblich nie ein Problem war, Milch zu produzieren. Und diese Produktionsform hat dazu geführt, dass man heute in Südtirol etwas weniger als die Hälfte der Milch aus Futtermitteln generieren, die nicht in Südtirol wachsen. Und das ist heute so ein bisschen jetzt die Erkenntnis langsam, wie machen wir da weiter, beziehungsweise die ganze Sache dann zu Ende gedacht ist, dass die ganzen Ausscheidungen dieser Tiere natürlich in Südtirol bleiben, weil die schicken wir ja nicht mehr nach Argentinien zurück, wo die Soja herkommt. Und wir schicken auch nicht mehr es in die Baragne zurück, wo ganz viel Getreide herkommt, das wir in Südtirol verwenden. Und das ist
eine Situation, die wir langsam versuchen müssen, einfach in den Griff zu kriegen. Und in meinem Betrieb hat es dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, der Getreide- oder Kraftfutterzukauf, den versuche ich zu minimieren. Ich bin jetzt noch nicht beim Nullpunkt angelangt, aber wir haben das unglaublich minimiert und füttern im Prinzip dann nur mehr Heu und also Trockenfutter dazu. Das ist so ein bisschen der Versuch, einmal diese Milchwirtschaftssituation auch zu umreißen. Was wir natürlich symptomatologisch versuchen, ist mit Düngemitteln ein bisschen hin und her zu schieben, sie teilweise über die Biogasanlage zu vergasten, aber dabei eigentlich die Situation für den Boden nicht verbessern, weil wir über die Vergasung vor allem diese Kohlenstoffkomponente in Form von Methan entweicht, aber der Stickstoff nach wie vor da ist. Und somit haben wir diese erreichen wir einfach Grenzen der Bewirtschaftung. Und das ist nicht nur im Obstbau so, da ist es genauso. Das erreichen wir auch in der Milchwirtschaft und ja, in der Weinwirtschaft teilweise. Dort, finde ich, hat es so einen ganz massiven Einschnitt einfach durch den Glykolskandal gegeben. Und vielleicht braucht es jetzt auch wieder so einen massiven Einschnitt, um irgendwann einen Wandel dann langsam auch versuchen einzuleiten, wobei ich finde, er ist schon eingeleitet. Spannend, du hast vorher gesagt, dass du in deinem Betrieb umgestellt hast, von der Gülleentsorgung sozusagen auf den Festmist. Wenn man aber durchs Land fährt, jetzt vor allem in dieser Jahreszeit zum Beispiel durchs Buschtertal, dann hat man den Eindruck, dass du der Einzige bist weltweit, der das macht, weil man auf allen Äckern und überall die großen Güllewagen sieht, die dort die Gülle ausbringen. Kann man das vielleicht nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen? Was passiert, wenn ich jetzt Gülle ausbringe und was passiert, wenn ich Festmist ausbringe? Im Prinzip hast du das schon versucht zu erklären, aber ich glaube, dass wir es das nochmal ein bisschen schärfen können. Also wenn ich Gülle ausbringe, dann habe ich wieder einen hohen Anteil an Substanzen, die den Boden nicht fördern und nicht düngen oder die was ihn zur langsamen Explosion bringen, wie du es vorher beschrieben hast. Letztlich ist der Boden ein zu 99% luftdurchdrungenes, ein aerobes Medium. Und gerade Gülle ist ein Medium, das unter Luftabschluss ein anaerobes Medium ist. Und das funktioniert schon einmal aufgrund dieser Tatsache sehr schlecht. Wir haben ganz viele Verätzungen am Boden, an der Bodenoberfläche, auch in den ersten Schichten des Bodens. Und im Prinzip ist aber auch Mist, der nie bearbeitet wird, ist genauso ein unkontrollierter Fäulnishaufen. So wie, bin ich jetzt mal ganz frech, wahrscheinlich auch Ihr Kompost zu Hause. Das ist auch unkontrollierte Fäulnis. Kompostieren heißt letztlich, ein ideales Verhältnis zwischen Stickstoff und Kohlenstoff zu schaffen. Das ist jetzt sehr technisch, ich hoffe, Sie schlafen mir nicht ein. Und über einen kontrollierten Erhitzungsprozess, diesen Reifeprozess oder auch über biodynamische Präparate, diesen Reifungsprozess zu begleiten, bis eine Reife erreicht ist, die dann wirklich für den Boden interessant ist. Insofern Gülle und, sage ich mal, Mist, der nicht weiter verarbeitet ist, kein großer Unterschied. Es geht eigentlich um die Weiterverarbeitung dieser Produkte und in dem Fall endlich wieder beim Kompost. Und das ist aber sehr aufwendig, das zu machen. Das heißt, das wird auch nicht unterrichtet in den Schulen. Das ist kein Thema bei uns. Doch, es war zu meiner Zeit noch sehr wenig Thema. Ich stelle fest, dass es mittlerweile ganz engagierte Ansätze gibt. Für mich ein leuchtendes Beispiel ist die Landwirtschaftsschule in Salern, die aufgrund einer couragierten Haltung einer Direktorin einfach verstanden. Die Schwester von Peter Gasser? Ja, ja. Juliane Pellegrini? Kenny? Genau. Als Brixner. Die verstanden hat, dass es doch langsam in der Ausbildung auch andere Ansätze braucht und dort wird es zweifelsfrei gelehrt und es gibt mittlerweile in ganz Europa auch, Ausbildungsstätten, die das auch lehren. Auf universitärer Ebene ist die Uni Witzenhausen in Kassel sehr führend.
Aber es gibt auch verschiedene andere Aspekte. Dann würdest du sagen, dass das Problembewusstsein schon da ist und dass daran gearbeitet wird, dass es halt sehr lange dauert, oder wie kennen wir das? Nein, ich finde, dass es noch zu wenig Stellenwert hat, absolut in der Ausbildung. Wir brauchen viel, viel mehr, wir müssen uns viel mehr auf diese ökologische Landwirtschaft und auf Prozesse, die in der ökologischen Landwirtschaft stattfinden, konzentrieren, auch in der Ausbildung. Und da finde ich, sind das erst die ersten kleinen Schritte. Aber das sollte und finde ich, muss noch ein ganz wesentlicher Bestandteil werden, weil letztlich dort der Geist geformt wird. In meinem Fall, und das war wirklich nicht ironisch gemeint, bin ich immer noch dabei, von meiner Schul- und oder von meiner universitären Ausbildung zu ernüchtern, weil es war ausschließlich, sage ich mal, technische Landwirtschaft. Welchen Stellenwert bzw. auch welchen Problemfaktor bringen Monokulturen mit sich? Ja, das ist wieder ein sektorales Denken. Wir haben ja die Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren nur mehr den Ökonomen überlassen. Oder? Da werden sie mir beipflichten. Wir haben nur mehr gesagt, wie können wir unter welchen Umständen die maximalen Erträge und somit auch die besten Gewinne erzielen. Und das hat dazu geführt, dass wir auch gewisse Bewirtschaftungsformen entwickelt haben, die letztlich in Monokulturen enden. Und Monokulturen sind von einer Ökosystembetrachtung her immer anfällig, weil es Gegenspieler fehlen, weil die Vielfalt fehlt, weil die Boden der Wechsel der Früchte im Boden fehlt, weil verschiedenste Voraussetzungen eines stabilen Ökosystems fehlen. Das ist die Monokultur. Abgesehen davon, dass in einem Land, in dem 30 Millionen Gäste nächtigen und auch wir, wie viel sind wir? 500.000 leben, es irgendwann auch eine Frage ist, wie sehr wir unseren Lebensraum in Zukunft gestalten. Das ist für mich ganz ein wichtiges Thema. Und die Landwirtschaft spielt natürlich da eine zentrale Rolle. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn etwas nicht ganz klar ist oder wenn Sie nachhaken möchten oder einen Beitrag leisten, steht der Publikumsstuhl immer zur Verfügung. Wenn Sie Interesse daran haben, auch die Diskussion in eine bestimmte Richtung zu bringen, bitte nutzen Sie gerne diesen Stuhl. Kommen wir zurück noch einmal zu, Dankeschön. Kommen wir zurück zu deinem, es war meine Unaufmerksamkeit von meiner Seite, bitte um Entschuldigung. Kostet 2 Euro. 2 Euro, okay. Was hat dein Vater gesagt, weil du in Betrieb übernommen hast und angefangen hast umstellen? Der grüne Spinner. Ich glaube, es hat ganz viele Konflikte gegeben in der Familie, vor allem mit meinem Vater. Er hat seinen Betrieb auf seine Art super geführt und jetzt kommt da dieses neue Gedankengut. Letztlich war es eher die Sorge, wo das endet und ob das in einem sinnvollen Weg endet, als andere Zweifel. Insofern waren es einfach Ängste, die ja auch zu verstehen sind. Und wir haben dann relativ hart uns gerieben. Wir sind auch immer noch zusammen im Betrieb. Was uns dabei sehr geholfen hat, ist, dass, und das kann jetzt vielleicht auch spiegelweit als Widerspruch gesehen werden zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber dass mir von die Diskussion von der emotionalen Vater-Sohn-Ebene, weil jeder weiß ja, was er besser kann, oder? Das habe ich immer so gemacht. Übrigens hat man meinem Vater ja agrarpolitisch von außen immer auf die Schultern geklopft, diese Agrarbewirtschaftungsform, das ist die beste. Man hat den Medaillen auf die Stalltür gehängt. Man hat den Kühen Preisen und Glocken umgehängt und das darf man nicht ganz unterschätzen. Das ist auch eine Identifikationsmethode. Sanktionierungsmechanismus. Ne? Ja, sanktionieren gar nicht. Das ist im Prinzip eine Bestätigung für das, was du tust, wenn dir jemand eine Medaille umhängt. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt er nach fast 20 Jahren zurück und sagt mir jetzt, wie das ausschauen soll. Und was uns da ganz viel geholfen hat, dass ich als Schüler schon angefangen habe, über unseren Betrieb Buchhaltung zu führen. Und die Buchhaltung letztlich schon aufgezeigt hat, was in dem Betrieb passiert und was nicht passiert. Und
Und das war für uns so ein Mittel, von der emotionalen Ebene ein Stück weit in die rationale Ebene zu kommen und zu sagen, ja, eigentlich mit 8 Kühen intensive Milchwirtschaft zu betreiben, das stößt an Grenzen. Und so haben wir langsam dann doch den Weg eingeschlagen. Ich bin halt nach wie vor dankbar für ihn, nicht nur als Hilfe, ohne dass der Betrieb gar nicht funktionieren würde, aber vor allem war er in der Zeit meines Sturm und Drangs, war er ein Stück weit ein spannender Sparringpartner, weil er allem den Spiegel hingehalten hat. Und es war zwar hart, aber es war eben auch die Möglichkeit zu sagen, vielleicht doch einen Gang zurückschalten und jetzt einmal nur das zu machen. Insofern war er dann auch wertvoll als Figur, gemeinsam mit meiner Mutter. Wenn du jetzt nur diese wenige Milch verkaufen würdest, die deine Kühe produzieren, dann könntest du wahrscheinlich nicht überleben. Wenn ich einen Milchpreis kriege, der jetzt da in Zukunft entstehen soll, dann würde ich die Frage nicht verneinen. Es ist, und jetzt landen wir doch wieder auch sehr stark bei der Ökonomie, aber es gibt Untersuchungen von verschiedensten Milchviehbetrieben und das ist in anderen Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft sicher nicht anders. Aber es gibt Untersuchungen von ganz intensiv wirtschaftenden Milchviehbetrieben, von mittelintensiv wirtschaftenden und von sogenannten Low Input, also sehr wenig externe Faktoren, die in den Betrieb hineinkommen. Kein Futterzukauf, ein relativ bescheidener Maschinenpark, bescheidene Investitionskosten. Und das andere, die intensive Landwirtschaft, wird oft als diese High-Input-Landwirtschaft betrachtet. Und wenn man da wurden Betriebe analysiert in Österreich und da hat man festgestellt, den höchsten Deckungsbeitrag erreichen jene Betriebe, die in diesem Low-Input-System arbeiten. Und das finde ich spannend. Das ist eigentlich eine Bestätigung dafür, dass letztlich ökologische Landwirtschaft auch ökonomisch spannend wird und ist und in Zukunft noch viel mehr sein wird. Und was ich am Heimweg gestern so schade gefunden habe, aber man vergisst dann manchmal Dinge. Gerade in der Viehwirtschaft gibt es eine wunderbare Studie, die mich dann auch bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Die nennt sich Feed No Food, also verfüttern Sie keine Lebensmittel. Die Getreide, wir verfüttern ja zurzeit weltweit Getreide an Rinder, Schweine und Hühner, die das ausreichen würde, 5 Milliarden Menschen zu ernähren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir sprechen immer von wir müssen mehr produzieren. Da müssen Sie mir diesen Satz, diese vulgäre Antwort erlauben, das ist ein Blödsinn. Wir haben kein Produktionsproblem in der Weltlandwirtschaft, sondern wir haben ein Verteilungsproblem, wir haben ein Bildungsproblem und wir haben völlig ungleiche Märkte. Wir zerstören derzeit über unser europäisches Agrarsystem ganz, ganz viele lokale Produktionsformen in Afrika. Wir kaufen Soja in Argentinien, um Milchpulver nach Indien zu schicken, wo 500 Millionen Menschen von der Milchwirtschaft leben. In Dakar, der Hauptstadt von Senegal, wenn ich nicht irre, sind europäische Tomaten billiger wie eine senegalesische Tomate. Übrigens 80% von den Tomaten stammen aus Holland, im Senegal. Das heißt, das sind Kreisläufe, die wir natürlich mit unseren Wirtschaften, und da schließt sich Südtirol überhaupt nicht aus, auch mit beeinflussen. Und das ist mir wichtig auch zu sagen. Ich habe aber den Faden zur Frage verloren. Ich hole manchmal das ist spannend und das steht auch in einem sehr interessanten und absolut stimmigen Zusammenhang. Die Ausgangssituation war die Rentabilität deines Betriebes. Du veredelst genau, ja die Milch. Danke also, für die Hilfe. Zurück zu Feed No Food. Also war natürlich der Ansatz zu sagen, wie kann ich diesen Einsatz des Getreides in der Viehwirtschaft verringern? Und diese Studie sagt ganz, ganz klar, dass Kühe, die mit Futtermitteln, die eigentlich ihre ureigensten sind, sprich Gras und Heu, ungleich mehr verwerten diese Futtermittel, je weniger sie Getreide bekommen. Und dass dieses Verhältnis, so 1 Kilogramm Getreide zu 2 Kilogramm Milch, völlig widerlegt wurde. Das heißt, eine Kuh, die wieder langsam sich rückentwickelt zu dem, was sie wirklich als Wiederkäuer macht, produziert dann doch
gar nicht so wenig. Und das finde ich auch spannend, weil dadurch diese Rückentwicklung auch ökonomisch, wirtschaftlich interessant wird, abgesehen davon, dass Tiere gesünder, viel gesünder sind. Wir haben heute in der Südtirol Kalben, Kühe noch 2,3 Mal in ihrem Leben in etwa. In Israel Kalben sind noch 1,2 Mal, weil durch die Intensität der Nutzung natürlich die Nutzungszeit abnimmt. Und ich merke jetzt zum Beispiel im eigenen Betrieb, dass langsam das Durchschnittsalter, die durchschnittliche Kalbe, die durchschnittlichen Kalbungen der ganzen Herde bei 4,5 liegt derzeit. Und das ist für mich dann sehr erfreulich, weil es letztlich auch wieder ökonomisch, wirtschaftlich Sinn macht. Und ich verwehre mich ganz, ganz streng dagegen, dass ökologische Landwirtschaft so eine Idealistenlandwirtschaft ist, sondern das ist in Zukunft auch jenes Wirtschaftsmodell, das uns tragen wird, wirtschaftlich. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Im letzten Jahr war die Vandana Shiva in Posen und hat dasselbe auch auf indische Dimensionen sehr glaubhaft unterlegen können, dass die ökologische Landwirtschaft in der Lage ist, Indien zu ernähren und die industrielle nicht. Bitte. Weil wir jetzt gerade bei den Kalben und bei den Kühen sind, würde mich interessieren, hören Ihre Tiere Musik? Ja. Ja? Darfen Sie es nur Ihren Namen sagen? Wir möchten gerne wissen. Also, Josef Böhlerschen. Danke. Ich beschall sie nicht bewusst und direkt und regelmäßig, aber sie müssen schon am Morgen mindestens eine Stunde Ö1 müssen sie ertragen. Welche Zeit Ö1? Um 7 die Nachrichten. Ja, und dann kommt vorher noch nachgedacht. Ja. Nachgedacht müssen sie auch noch mit. Auch hören. Und dann kommt ja klassische Musik. Und dann kommt klassische Musik. Da bin ich ganz auf Ihrer Linie. Das merkt man dann am Käse. Bitte. Ja, Luis Später Name. Ich hätte einmal eine Frage, wenn man jetzt durchs Land fährt und an den schönen Bushaltestellen, den schönen Werbeplakaten Heumilch liest, dann so ist bei mir der Gedanke aufgekommen, also was haben wir bisher getrunken einmal? Oder auch die Frage, ist das jetzt so ein Signal, dass es vielleicht wieder verstärkt in Richtung Heumilch geht? Also ist die offizielle Landwirtschaft auch jetzt auf dem Weg doch oder doch noch nicht? Das ist die eine Frage. Und die andere, ob EM, effektive Mikroorganismen, auch eine Rolle spielen in Ihrer Landwirtschaft? Danke. Ja, die erste Frage ist dann natürlich eine sehr politische. Ich glaube, dass wir Veränderungen spüren, dass Veränderungen da sein. Ich glaube aber, dass die Landwirtschaft per se schon ein sehr starres System ist. Man kann eine Milchwirtschaft nicht so ohne weiteres in eine Obstwirtschaft und eine Obstwirtschaft nicht so ohne weiteres in eine Milchwirtschaft umwandeln. Das heißt, das müssen wir schon der Landwirtschaft auch anrechnen, dass es ein relativ starres Produktionssystem ist. Das Zweite, es ist wahrscheinlich das straffst organisierteste Produktionssystem oder Organisationsform. Bauern sind in Form von Zuchtverbänden, in Form von der Milchwirtschaft, in Form von Bauernbund sehr, sehr stark organisiert. Und diesen Organisationen spreche ich ein Stück weit die Fähigkeit, Veränderung mitzugehen, ab. Das sind Organisationen, die sehr häufig intrinsische Kräfte in sich tragen, sich zu erhalten. Und da haben auch bei den Ökonomen gesehen mit dem Schulmeister letztes Mal. Und diese Kräfte schon feststellen, es gibt Veränderungen, aber zurzeit eigentlich eher eine Gegenaktion versuchen, noch so in Ultima Ratio zu entwickeln. Das sind Aktionen, die in Malz dann zu gewissen Auswüchsen geführt haben. Das sind Aktionen, wo man versucht, diese bestehende Landwirtschaft eigentlich als die absolut funktionierende darzustellen. Da missbraucht man dann auch junge
innovative, kräftige Bäuerinnen und Bauern und plakatiert dann das ganze Land voll und sagt, wir sind eigentlich schon super. Und dann gibt es noch irgendwelche Plastikplanen, wo wir sagen, Landwirtschaft in Südtirol ist, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war. Ich finde das eine Spur weit eigentlich so auch ein Zeichen der Unfähigkeit, diesen Wandel mitzuvollziehen. Der Wandel wird sicher sehr stark von Bäuerinnen und Bauern kommen, die sich verändern. Und dann werden diese Strukturen auch sich langsam verändern. Aber zu erwarten, dass diese Strukturen Innovationen vordergründig mittragen, finde ich von der Definition, von der Form der Struktur her ganz schwierig. Ein bestes Beispiel ist, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat sich, ich weiß nicht, war es geistig Umnachtung, aber hat sich vor 2 Wochen zu einer ganz klaren Aussage hinreißen lassen, die deutsche Landwirtschaft verwendet zu viele Pestizide. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was beim Deutschen Bauernverband passiert ist. Da ist der Deckel hochgegangen. Und da sieht man einfach, dass es Kräfte, Mächte sind, die in diesem Veränderungsprozess eine gewisse Langsamkeit haben. War ja auch die Kampagne der Umweltministerin, die mit diesen lustigen Sprüchen die Sensibilität für eine neue Landwirtschaft fördern wollte, die musste sie abbrechen. Also die Sensibilität war so groß auf Seiten der Bauern, dass es nicht vorangebracht werden konnte. Sehr kreativ und spannend und auch sehr ehrlich letztlich. Aber auch die Bauern sind doch ehrlich. Die haben ja in der internen Befragung des Bauernbundes zu 67% geantwortet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Gift aus der ganzen Bauernbund-Argumentation herausgenommen und auch ein bisschen Ratlosigkeit dort geschaffen, dass 67% der Bauern sich vorstellen können, umzustellen auf Bio. Ist das nur ein Lippenbekenntnis? Was passiert jetzt in den Köpfen der Bauern? Darf ich noch den zweiten Teil? Nein, ich habe das schon angeschrieben, dass man nicht vergessen auf jeden Fall. Aber okay, bitte, es hätte nur dazu gepasst jetzt gerade. Also ich habe auf jeden Fall geschrieben, dass die effektiven Mikroorganismen, dass man genau, auf das auch noch kommen. Genau, das nicht vergessen bleibt. Ja, ich glaube schon, dass mit der nächsten Generation Leute an die Betriebe kommen, die mir unglaublich viel Hoffnung machen, die sich nicht so indoktrinieren lassen, die das auch hinterfragen, die sagen, ja, das sind Bewirtschaftungsformen, die uns an Grenzen gebracht haben, die auch eine Ausbildung genossen haben. Auch, was ich noch ganz wichtig finde, ist, die auch Südtirol von außen einmal betrachtet haben. Die isländische Kultusministerin hat einmal den Vorschlag gemacht, mindestens 2 Jahre jeden Jugendlichen aus von der Insel mit ein bisschen Geld zu verbannen oder zu versenden, weil sie gesagt hat, dann kommen einfach gereifte Menschen zurück. Das ist ein unglaublicher Vorteil der Globalisierung. Und das sind dann wichtige Elemente und das ist für mich schon ein Zeichen, da kommen jetzt langsam auch ganz spannende Menschen nach, die eine neue Bewirtschaftungsform ansinnen und die kann ich nur unterstützen und sagen, geht's den Weg, das ist für mich der einzig sinnvolle auch langfristig. Dann kommen wir zu den effektiven Mikroorganismen. Ich habe versuchsweise das probiert und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass je stimmiger ein betrieblicher Kreislauf ist, umso weniger bedarf es solcher Hilfsmittel. Und ich finde, in meinem Betrieb ist jetzt nach 15 Jahren eine so starke Stabilität da, dass ich mir erlaube, auf das zu verzichten. Aber ich glaube, in Betrieben, die am Anfang so einer Entwicklung stehen, kann es absolut eine spannende Ergänzung oder Hilfsmittel sein, um einfach gewisse Kreisläufe im Boden, in der Gülle, in verschiedensten Formen einfach zu beleben. Aber selber habe ich relativ wenig Erfahrung damit. Ich habe ein bisschen umprobiert, aber mache jetzt nichts mehr damit. Eines der Mottos, unter dem dein Besuch hier steht, ist auch neues Wirtschaften in der Praxis, weil wir müssen ja nicht nur darüber nachdenken, wie der Wandel gemacht werden soll, sondern auch auf die schauen, die den Wandel schon gemacht haben, die gibt es ja. Einer davon bist du. Du veredelst deine Milch, du machst Käse. Du machst einen sehr guten Käse, das kann ich bestätigen und ich fordere sie alle auf, den mal zu probieren.
Und durch die Veredelung entsteht ein Mehrwert. Allerdings hast du da auch erhebliche Investitionen tätigen müssen. Und da wird es auch ein sehr innovatives Modell geben, um die Investition zu stemmen. Beschreib uns dein neues Wirtschaften aus der Praxis. Ich möchte vorab betonen, dass gerade die Betonung des Dein eigentlich die falsche ist. Der Neuropsychologe, der Neurologe Gerald Hütter sagt, kein Mensch entwickelt sich alleine. Und mein Finanzierungssystem ist in einem Netzwerk entstanden, das mich motiviert hat, die Dinge so anzugehen, wie ich sie dann angegangen bin. Ich habe sie natürlich umsetzen müssen. Insofern waren da mehrere Leute beteiligt. Es ist auch nicht etwas, was Alexander Hagedl erfunden hat. Diese Genussrechte gibt es in der deutschen Landwirtschaft schon seit längerem. Den Produktvorverkauf gibt es in den Chateaugebieten in Frankreich schon seit Generationen. Musst du die Weine vorbestellen, damit du überhaupt einen bekommst. Aber in unserem Fall war es so, wir haben Käserei 2003 begonnen, in sehr spartanischen Räumlichkeiten, und haben 2012 die Möglichkeit bekommen, die alte Dorfkäserei von Schleiß zu erwerben. Die steht unmittelbar an unserer Haustür. Und mit der Entscheidung, diese alte Dorfkäserei zu kaufen, zu sanieren und wieder eine Käserei zu machen, ist ein Finanzierungsbedarf entstanden, den wir mit Eigenkapital gedeckt haben, den wir mit der Ethical Banking, einem Kredit von Ethical Banking gedeckt haben, und wir uns dann die Frage gestellt haben, wie können wir das letzte Drittel dann auch finanzieren. Und da ist die Idee entstanden, einen Käse vor Abverkauf zu tätigen. Das ist, weiß nicht, wie sehr ich es jetzt technisch ausführen soll, wenn es jemand interessiert, darf und gibt es alle Informationen dazu, inklusive unserem Vertrag. Es war für uns eine völlig neue Erfahrung. Wie reagieren Leute, wenn ich jetzt sage, hey, hast du Lust, mir Geld zu geben? Für mich war das neu. Ich hab nicht verstanden, wie vertrauenswürdig ist der Alexander Hagedl, der Engelhof, seine Familie. Eines war mir klar, ich muss es so schlicht und einfach machen, dass es klar und verständlich ist, keine Missverständnisse gibt. Und dann ging eine Welle los, die uns eigentlich überwältigt hat. Wir haben in 2 Jahren 180 Verträge abgeschlossen für 181.500 Euro. Das heißt im Schnitt etwas mehr wie 1.000 Euro. Zum allergrößten Teil Menschen aus Südtirol. Und dann, sage ich mal, der deutschsprachige Alpenraum bis hin zu ein paar Exoten, die dann auch aus Kuala Lumpur eine Mail geschickt haben und gesagt, Verrückte muss man unterstützen. Ist das eine. Das andere ist, es geht, Geld fließt natürlich dann in den Umbau. Was aber ungleich wichtiger war, im Nachhinein ist zu spüren, dass 180 Leute sagen, das finden wir gut und du hast eigentlich unser Vertrauen für dein Wirtschaften. Das war für mich noch der größere Wert als die Geldsumme, die ja in so einem technischen Bau relativ schnell vergraben ist. Und was machen wir jetzt praktisch? Wir haben das auf 10 Jahre ausgelegt. Und wir geben diesen 180 Leuten, geben wir entsprechend ihrer Investitionssumme, geben wir in 10 Jahren immer Zehntel Käse zurück. Also wird so ein Gutschein, so müsste ich organisiert sein, aber so schaut er aus. So schauen die Gutscheine aus. So ein Gutschein ist 200 Gramm wert. Und in 10 Jahren, die Minimalinvestitionssumme war 500 Euro. Und wenn Sie das durch 10 teilen, dann geben wir jedes Jahr für 50 Euro Käse zurück. Was trotz professioneller Hilfe von außen ich nicht bedacht hatte, waren 2 Dinge. Das eine ist, irgendwann standen Leute da und gesagt, wir können nicht jede Woche nach Schleiß fahren und unsere Gutscheine einlösen, weil wir wohnen in Bozen. Das ist ganz nett, 2-mal im Jahr. Aber wir möchten eine Geldsumme investieren, die uns nicht ermöglicht, das in 2-mal abzuholen. Da habe ich gedacht, ja, puh, was mach's? Und dann habe ich mich mit der Naturalia in Verbindung gesetzt und die war ganz schnell, ganz
überzeugt hinter dem Projekt und hat gesagt, in unseren 2 Filialen bieten wir die Möglichkeit, diese Gutscheine einzulösen. Es war super. Auch die Bereitschaft, Verantwortung auch zu übernehmen, obwohl das ja finanztechnisch dann erst geprüft werden müssen und so weiter, aber wir haben das dann auch geschafft. Und das zweite, weit fordernde Frage war letztlich, dass bei uns im Hof 2 Leute standen aus Hamburg und gesagt haben, Alexander, wir möchten nicht 500, wir könnten 5.000, aber wenn du willst, auch 10.000 Euro investieren, aber wir können nicht so viel Käse essen. Jetzt hast du da eine Baugrube und weißt, da fließt Geld rein. Wie kann ich, das war für mich ja auch neu, dass Leute wirklich viel Geld haben und für so Ideen auch bereit sind zu geben. Wie komme ich an das Geld? Und dann war die erste Frage, können wir am Betrieb noch was machen, das wir zusätzlich anbieten können? Meine Frau ist eine geniale Bäckerin und dann war die Überlegung, machen wir Hofbäckerei. Und da haben wir gefunden, wir sind als Familie ausgelastet. Wir erleben ganz viele Betriebe in der Direktvermarktung, die von der Arbeitskraft her völlig überlastet sind, die durch die Überlastung Qualitätsprobleme haben, durch die Beziehungsprobleme haben, gesundheitliche Schwierigkeiten. Und da haben wir gesagt, wir bleiben bei unseren Leisten und machen keinen neuen Betriebszweig, obwohl wir diese Kompetenz im Haus hätten. Und dann war die Frage, gibt es jemand anderen, der was anbieten kann? Mein Schwager führt in Malz ein kleines, sehr feines Hotel. Hotel Greif. Und dann bin ich... Teigtaschen mit Kräuterricotta. Dann bin ich zu ihm und habe gesagt, bestünde die Möglichkeit, diese Gutscheine, diese meine Gutscheine, bei dir für Nächtigung, für die Teigtaschen einzulösen und du deinerseits mit diesen Gutscheinen bei mir die Käserechnung bezahlen. Dann könnte ich zu diesen Leuten gehen und sagen, sie können mal so urlauben und ich könnte 10.000 Euro kassieren, die ich brauche. Und dann haben wir das vom Wirtschaftsberaterin prüfen lassen und dann haben wir gesagt, gut, das können wir machen. Haben dann den Vertrag ergänzt. Seither bieten wir die Möglichkeit, in Malz zu essen oder zu nächtigen mit unseren Käsegutscheinen. Und in der Zwischenzeit hat sich auch ein Haubenrestaurant aus München dazu gesellt, wo es die Möglichkeit gibt, unsere Gutscheine einzulösen oder auch unseren Käse zu kaufen. Und so haben wir das Produkt Käse um dieses touristische Produkt und um dieses gastronomische Produkt erweitern können. Und das war dann letztlich auch die Möglichkeit, an diese Geldmittel zu lukrieren. Also ich finde das bemerkenswert und spannend, was da passiert ist. Also Wirtschaft kann sehr spannend sein und Wirtschaft kann auch sehr klein und sehr eng räumig gedacht werden. Also ich finde das schon hervorragend, was du da gemacht hast. Was kostet ein Kilo Käse bei dir? Zwischen 2 und 26 Euro. Relativ teuer für italienische Südtiroler Verhältnisse, relativ billig für deutsche Verhältnisse. Aber letztlich ist der Preis nicht etwas, das ich aussuche, sondern ist ein Ergebnis einer klaren Konzeption. Und wenn ich dieses Konzept der ökologischen Landwirtschaft in der Kleinheit umsetzen will, dann brauche ich dieses Minimum, diese Preise, um das am Laufen zu halten. Und deswegen haben wir uns von der Kostenseite her genähert und haben gesagt, das ist das Ergebnis. Schaffen wir es, das auf dem Markt umzusetzen, ist gut und sonst müssen wir es lassen. Wir machen deswegen nicht billigeren Käse oder versuchen, die Kuh mehr Milch produzieren zu lassen, sondern es muss in sich so ein ökonomisches Ergebnis auch ergeben oder, sage ich mal, einen Gewinn ergeben, damit wir davon leben können. Was sagen deine Bauernkollegen, die jetzt mit Entsetzen feststellen müssen, dass es funktioniert bei dir? Da habe ich festgestellt, die Bauernkollegen nehmen dich wahr, so wie du dich wahrnimmst. Und ich habe mich lange vielleicht diesbezüglich, das war auch ein Entwicklungsprozess, ich habe lange da eine etwas verunsicherte Einstellung selber gehabt und so bin ich dann auch wahrgenommen worden. Mittlerweile habe ich da eine Sicherheit, ich habe eine Überzeugung und jetzt merke ich,
und ich bin auch kein Moralapostel anderen gegenüber, sondern ich mache meines und deswegen habe ich ein sehr gutes Auskommen mit meinen Bauernkollegen. Es ist aber klar, dass jede Pionierarbeit zuerst belächelt wird, dann wird sie bekriegt, irgendwann beneidet und dann nachgemacht. Das sind so die Entwicklungsprozesse. Das habe ich natürlich auch erlebt, aber mittlerweile finde ich, ist das eine Realität, auf die auch manche Leute stolz sind. Das ist eine Bereicherung für eine Region und insofern ein gutes Verhältnis. Es ist jetzt ein Wunder passiert und du musst morgen in der Früh nach Bozen fahren und dein Amt als Landwirtschaftslandesrat antreten. Was machst du in den ersten 100 Tagen? Wir gönnen dem Herrn Schuder ein langes Leben, aber das Leben kann sehr variantenreich sein. Abgesehen davon, dass ich eine gewisse politische Ader habe, die ich nicht so klassisch politisch lebe, sondern eher im politischen Tun oder in meinem Tun, das ja auch Politik oder politisch ist, ist natürlich für mich sind drei vielleicht auch vier Dinge ganz zentral und das sind für mich die Dinge, die ich auch ganz konsequent angehen würde. Südtirol braucht eine ökologischere Landwirtschaft. Und da müssen wir noch gewaltige Schritte machen. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Da streite ich auch regelmäßig mit dem Herrn Schuler darüber, wenn es die Möglichkeiten gibt, dass wir uns treffen. Das zweite ist, wir brauchen eine ökologischere Landwirtschaft. Jetzt ist mal kurz der Faden gerissen. Trinke mal, dann falls ich. Ich schaue dabei auf die Uhr. Ist ja ganz schön anstrengend. Also du, als zweites, wir brauchen eine vielfältigere Landwirtschaft. Wir haben in Südtirol drei Monokulturen: Wein, Obst und Milch. Und wir haben aber für die drei Produkte eine immense Überlieferung des eigenen Bedarfs und wir haben in ganz vielen anderen Bereichen einen absoluten Mangel. Denken Sie an Getreide und Gemüse. Und ich denke, wir müssen wieder versuchen, eine Region, das nennt sich so neudeutsch, subsistent zu machen, Selbstversorgung. Das ist ganz, den Selbstversorgungsgrad Südtirols deutlich erhöhen. Das bedingt dann letztlich, und das ist wieder so ein geschwollenes Wort, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit einer Region. Weil was passiert heute? Russland boykottiert oder die EU macht einen Boykott und wir haben in Südtirol ein Problem mit dem Verkauf von Obst. Das zeigt, so eine Region wird einfach anfällig, die ist nicht resilient. Und jetzt lassen Sie noch in dieser globalen, verunsicherten Zeit noch irgendwelche anderen Spannungen dazukommen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, ich würde den Selbstversorgungsgrad stark erhöhen und ich glaube, und dafür das ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, wir müssen in Südtirol wieder eine landschaftsschonendere Landwirtschaft betreiben. Und ich glaube, wir sind mit einer Landschaft gesegnet, die wir gar nicht mehr wahrnehmen als vor Ort Lebende. Und das ist ein unglaublicher Wert, den uns ganz viele Leute von außen zutragen. Und was wir zurzeit machen, ist, diese Landwirtschaft agrarisch in meinen Augen zu verarmen. Ob das Betonsäulen und Plastikplanen sind, ob das ausgeräumte Grünlandflächen sind, planierte Flächen, es ist in allen Bereichen. Und ich finde, dass in Zukunft Landschaft, gerade in einem Land, das so einen starken Motor hat, den Tourismus, wahnsinnig aufpassen muss, was sie mit dieser Landschaft machen. Und wir sind dabei, unsere Landschaft Schritt für Schritt zu entseelen. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich weiß, der ist ganz schwierig messbar. Aber es hat vor einem Jahr im Kloster Marienberg eine Tagung gegeben zum Thema Spiritualität einer Landschaft. Und wir spüren alle, dass die Landschaft eine gewisse Kraft hat, dass diese eine gewisse Energie auch ausübt, dass die uns letztlich auch trägt in unserem täglichen Sein. Und ich finde, wenn wir die ausräumen, wenn wir die Schritt für Schritt schwächen, dann verlieren wir eine Lebensgrundlage, die ganz, ganz entscheidend ist. Das sind für mich
drei Themen, die im Vordergrund stünden, wenn ich jetzt morgen im Zug nach Bozen sitze. Ist deine Sensibilität deshalb so geschärft, weil du ein Oberfinchker bist? Würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Ich glaube, ich tue mir auch ganz hart so gewisse Charaktere in Südtirol zu definieren. Da steige ich in der Diskussion immer aus. Man sagt uns Finchgern gewisse Dinge nach und im Pustertal andere. Da habe ich nicht die Fähigkeit, das so einzuordnen. Was ich aber schon glaube, ist, dass diese Sensibilität entstanden ist durch jahrelange Abwesenheit und durch Kennenlernen von Realitäten. Ich habe in Florenz 5 Jahre an der Straße gelebt, wo jeden Tag in der Früh, wenn der Bus vorbeigefahren ist, die Scheibe so, nein, ich wusste so, jetzt ist 4, wenn er das erste Mal vorbeifährt. Und dann 5 und 6 und 7 und irgendwann bin ich dann aufgestanden. Und das heißt, ich glaube, das war für mich ein prägendes Element. Und ich glaube, wir müssen da sehr viel wissenschaftliche Energie auch dahin lenken, was ist der Wert einer Landschaft. Ich weiß, das ist schwierig, aber diese schwierige Aufgabe müssen wir ein Stück weit lösen. Und da muss Landwirtschaft, und ich weiß nicht, wie viele Bauern da sein, aber da müssen wir auch ein bisschen weniger mimosenhaft sein. Landwirtschaft ist ein Stück weit im Veränderungsprozess doch sehr eitel. Sehr stark, das ist unser, wir sind die Besitzer der Gründe und wir sagen, wo es lang geht. Das ist auch historisch so gewachsen. Der Bauer hat immer das Land besessen und hat entschieden. Das ist ein Stück weit ja auch freigeistig gut. Aber mittlerweile, finde ich, ist diese Verharren in dieser Position, ich sage, wie Landwirtschaft in Zukunft betrieben wird, ist zu wenig. Und ich erinnere an die Einführung des Katalysators, da hat man irgendwann keinen Autobauer gefragt, willst du oder nicht, der musste eingebaut werden. Und genauso finde ich, das Raucherverbot, das ist eingeführt worden, da haben sich Gastronomiebetriebe daran ausrichten müssen. Und wenn wir in der Landwirtschaft irgendwas diskutieren, dann geht immer schneller Deckel hoch. Und dann kommen diese zementierenden Strukturen und wenn wir wissen, dass wir zurzeit fast die Hälfte des EU-Agrarbudgets in die Landwirtschaft fließt, und das ist ihr Geld, ihr nicht-agrarisches Steuergeld, dann sage ich, haben sie schon lange ein recht agrarisches Denken auch zumindest mitzugestalten. Und insofern sollte man in der Landwirtschaft da vielleicht auch ein bisschen weniger befindlich sein. Es müssen sich alle Betriebszweige an veränderte Bedingungen anpassen, auch wir. Im Oberfinchgau, da sind wir beim Thema, gibt es Malz. Es gibt die Hort oben und es gibt eine bestimmte Konstellation, in der sich einiges ändert. Hat das auch dazu beigetragen, den kritischen Geist zu schärfen, wenn man die freie Hort vor sich hat und dann plötzlich wird irgendwo abgezäunt, man kommt nicht mehr durch. Es kommen Äpfel, es fährt einer, ein reicher Unterfinchger, kann jeden Pachtpreis zahlen. Was passiert in der Region? Ja, die Region ist jetzt genau dieser Ausdruck dieser zwei Realitäten. Das Festhalten am derzeit ökonomisch noch funktionierenden intensiven Obstbau, aber nur deswegen funktionierend, weil wir natürlich auch gewisse Kosten nicht in die Kalkulationen auch mit einberechnen und die nicht tragen. Auch funktionierend, weil es sehr professionell organisiert ist, das muss man auch sagen. Und auf der anderen Seite jetzt dieses Feststellen, dass wir Landschaftsveränderung als Ansässige gar nicht so stark wahrnehmen. Es gibt ein wunderbares Beispiel in Garmisch. Ich habe da an dem Forschungsprojekt teilgenommen. Da haben wir alten Leuten haben wir gesagt, wie hat die Landschaft früher ausgesehen in Garmisch. Da Kandaharpiste, Alpspitze, ja, da war alles Wald. Und dann haben wir in einem Bilder von 70 Jahren früher, war kein Wald, war alles bewirtschaftete Fläche. Das heißt, selbst der Mensch nimmt es gar nicht wahr. Und jetzt ist im Oberfinchgau eine Gruppe von Menschen zusammengekommen und gesagt hat, da findet eine Veränderung statt, die wir nicht wahrnehmen und am Ende merken, die wollten wir eigentlich nicht. Und so ist der Prozess entstanden, da hat man aktiv versucht, die Diskussion in eine, sagen wir, Zukunftsdiskussion zu führen, die dann letztlich aufgrund verschiedener Mächte, aufgrund verschiedener Konstellationen in Richtungen ausgeartet ist, die man schwer steuern kann.
Aber Malz ist letztlich zur Zeit genau dieser Scheidepunkt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt mit aller politischer Kraft, was zur Zeit immer noch passiert, zementieren und sagen, das ziehen wir durch bis zum Rechenpass. Oder wir können uns befreien und sagen, könnte Malz mit seinen umliegenden Gemeinden nicht ein Prototyp eines neuen Bewirtschaftungsmodells sein, wo die wenigen, die jetzt schon intensiven Obstbau betreiben, auch nicht als Verlierer aussteigen, die muss man mitnehmen, aber diese Betriebe in eine Richtung entwickeln, um ein Modell zu entwickeln, das ich glaube, wenn wir das machen, in 10 Jahren für den gesamten Alpenraum vorbildhaft sein wird. Und das braucht aber Mut. Und diesen Mut haben wir zurzeit, spüre ich nicht. Wer müsste da die Entscheidungen treffen? Ja, welche Entscheidungen müssten da getroffen werden, substanziell, wenn wir jetzt ein Projekt draus machen wollten? Im Prinzip, jetzt trete ich dem Landesrat Schul in seiner Abwesenheit wieder nahe, aber er wird es mir verzeihen. Aber solange ein Landesrat für Landwirtschaft zu diesem Thema nichts anderes macht, als das Bestehende versuchen, argumentativ zu bestärken, zu festigen, solange diese Geisteshaltung da ist, werden wir in dem Prozess politisch nie einen neuen Schritt machen. Nie. Das hat natürlich mit seiner Seele als Obstbauer zu tun, aber ich denke, er hat unglaublich viele auch spannende Dinge jetzt angeschoben, aber solange, und das ist ja nicht nur er, solange diese Strukturen, diese Idee so lange nicht bereit sind, geistig einmal zu öffnen, wird es politisch wenig Unterstützung geben. Was aber in der Zwischenzeit in Malz schon passiert, ist auf der betrieblichen Ebene. Es gibt ganz, ganz viele spannende Projekte und das wäre dann vielleicht mein letzter Vorschlag für mein politisches Amt in Bozen. Ich weiß nicht, wie lange das dann dauern würde mit diesen Ideen, aber das wäre, wir, und das Berufsbild kennen wir noch nicht, aber wir brauchen auch wieder sogenannte Supportive Leaders, sogenannte Gebärhelfer, sogenannte Projektinitianten, die es mittlerweile einen zumindest auch in Bayern gibt. Personen, die die Fähigkeit haben, vor Ort gewisse Bedürfnisse aufzuspüren und unternehmerische Ideen, die so kurz vor der Umsetzung scheitern, weil Menschen verunsichert sind, weil Menschen keinen Businessplan schreiben können, weil Menschen noch in produktionstechnischer Frage haben, weil vermarktungstechnisch noch nicht alles sicher ist, solche Menschen aufzuspüren, zu spüren, wenn die von ihrer Idee erzählen, dann leuchten ihnen die Augen und daraus Projekte entwickeln. Michael Distel ist beim Bayerischen Bauernverband angestellt und macht nichts anderes. Das wäre innovativ. Es gibt ja den Innovationsschalter der Bauernjugend, den gibt es ja. Und da kommen auch nicht mal ganz schlechte Sachen raus, habe ich so den Eindruck. Den kenne ich zu wenig, aber was nicht funktioniert, ist es so eine Idee, in das Disinnovation Center nach Bozen zu transplantieren. Das hat nichts damit zu tun, dass dort nicht fähige Leute sind. Es braucht diese Person, dieses Gespür der Region hat, die die Menschen kennt, die die Menschen motiviert, jetzt etwas in die Hand zu nehmen. Und das ist ein ganz neues Berufsbild. Das hat man mit unglaublich großen Fördergeldern versucht zu implementieren, umzusetzen und stellt fest, es funktioniert nicht. Und es gibt da schon ein paar ganz spannende Projekte, die daraus aus diesen Supportive Leadings entstanden sind. Und das, finde ich, könnte ein Ansatz sein, wo man versucht, in Regionen hinzugehen und zu sagen, hey, warum kommst du mit der Idee jetzt nicht in die Umsetzung? Ein ganz banales Beispiel, wir haben in Malz ein wunderbares Café und dort treffen wir uns oft, das ist so unsere geistige Mittwochsrunde, die Helmut Schmidt auch gehabt hat, aber das war natürlich eine andere Tragweite, wir versuchen uns da ein bisschen im kleineren Umfeld. Und dann sage ich zu dem Besitzer, jetzt bin ich schon lange bei dir, warum kriege ich von Reschen bis Neapel nie einen gesunden, guten Frühstücksgipfel mit regionalem Getreide? Dann sagt er, ja, eigentlich stimmt's. Das sind irgendwelche so Backrohlinge, wo ich noch was reinstreiche und dann noch aufwärme. Oder ich mache sie selber mit Teig.
Und dann habe ich gesagt, ist für mich noch etwas entscheidend, das muss aus Getreide aus dem Oberfinchgau stammen. Weil, das ist natürlich schon wichtig, es muss ein regionaler Zusatznutzen von unternehmerischem Tun entstehen. Es hilft nichts, wenn wir im Pustertal irgendwas für China produzieren mit Leuten, die aus Billiglohnländern stammen, dann hat es natürlich für die Region keinen Zusatznutzen. Und an dem kleinen Beispiel haben wir uns dann so durchgehackelt und stellen fest, eigentlich ist die Motivation da, aber es hakt nur an einem. Er hat es nicht geschafft, ich habe ihn dann immer wieder Mail von mir gebracht, er hat es nicht geschafft, im Bereich des Vollkorns einen Gipfel herzubringen, der nicht so viel Fett ansaugt, der nicht zu schwer ist, der diese Flaumigkeit hat. Und ich kehre dann wieder zurück in meinen Betrieb, aber ich weiß, es gibt eine Ute Oelk, glaube ich, es gibt ganz viele Leute, das ist technisch lösbar. Da braucht es jetzt diesen Supportive Leader, der diese Sensibilität hat, der da dahinter bleibt und mit dem sagt, so, jetzt Nägel mit Köpfen. Und daraus entsteht ein ganz was Kleines mit immenser Auswirkung, in diesem Fall zurück in die Landwirtschaft. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Dass von der aktuellen Politik nicht unbedingt der Wandel erwartet werden kann, kann man auch daran ermessen, dass wir alle Landtagsabgeordneten zu Querdenken einladen, schon seit es Querdenken gibt, und gestern war der erste in Brixen dabei. Wir haben eine Absage bekommen von der Frau Gebert, die hat sich entschuldigt und alle anderen haben das einfach in den elektronischen Friedhof geschickt. Aber ich denke, dass es neue Formen braucht. Wo muss diese Bewegung herkommen, wenn die etablierte Politik diese Zeichen nicht aufnehmen kann? Wenn sie nur das weiterverwaltet, was wir schon kennen und schon erkannt haben, als problematisch. Ich glaube, dass wir uns schon mitten im Veränderungsprozess befinden. Und ich glaube, dass wir als Mitschiffende im Prozess der Veränderung oft nicht wahrnehmen. Und insofern bin ich da auch sehr optimistisch. Es findet Veränderung statt. Als ungeduldiger Mensch muss ich aber auch lernen, diesen Dingen auch eine gewisse Zeit zuzugestehen. Insofern spürt man ganz stark, dass diese Veränderung da ist. Natürlich wird sich eine Obstwirtschaft, eine Milchwirtschaft viel langsamer auch auf gewisse Dinge eingehen können, wie kleine agrarische Betriebe. Ich glaube, es wird aber... Wir sind in diesem Veränderungsprozess und wir müssen ihn jetzt langsam versuchen zu steuern. Und da braucht es unternehmerische Betriebe, es bräuchte und es braucht auch die Politik. Bitte schön. Was mir hier noch fehlt und was Sie, glaube ich, auch anschneiden dürfen, ist vielleicht die Nachfrage seitens des Konsumenten. Also einfach und auch die Verbindung zwischen Konsument und Produzent, also dem Bauern. Und dann auch die verschiedenen Wege der Verteilung, also wie eben Gasgruppen, Einkaufsgruppen oder wie solidarische Landwirtschaftsmodelle, die also auch nicht nur von der Politik, sondern eben dann auch vom Bürger eingefordert werden können oder auch einfach der Vorschlag dann an den Bauern gebracht werden kann und dadurch auch die Bauern unterstützt werden in ihrer in ihrem Mut zu was Neuem und zur Projektplanung, Umsetzung. Dankeschön. Ja, dem ist nichts dazuzufügen. Das ist ein wesentlicher Teil. Das Konsumverhalten. Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung. Der alternative Nobelpreisträger, der in Malz war, Hans-Rudolf Hern, hat einmal gesagt, Märkte müssen erarbeitet werden. Und dann sind Konsumenten auch bereit. Das heißt, es ist ein bisschen, wir müssen uns da von beiden Seiten nähern. Es ist, Konsumenten, stelle ich in meinem Betrieb fest, die dieses Gespür haben, werden immer mehr.
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch das Angebot schaffen, dass Konsumenten da zugreifen können. Und wenn wir uns da von beiden Seiten nähern, dann ist das ganz wichtig. Und ja, das ist ja eine sehr wichtige Ergänzung. Wir kommen langsam zum Ende des Abends. Wenn jemand noch was mitgeben möchte, wenn jemand uns allen auch noch was mitgeben möchte oder wenn wir noch etwas vergessen haben, nun lade ich Sie ein, den Stuhl zu benutzen, den Publikumsstuhl zu benutzen. Bitte. Ganz gleich. Ich habe noch einmal die Frage, ich kann zur Naturalia noch mehr angehen, muss aber keine Gutscheine haben, sondern braucht nur zu kaufen. So einfach geht es. Jetzt? Ich hätte, man kennt eine Ausnahme, wir machen das Mikrofon bringen, aber die sind ja sehr fit, da falls sie nichts. Ich habe zwei ganz banale Fragen. Die erste ist, es hat geheißen, wir gehen weg von der Güllewirtschaft zur Mistwirtschaft. Nur die Viecher produzieren Gülle und Mist, die kann man sich nicht aussuchen. Was tue ich dann mit der Gülle, wenn ich sie nicht ausbringen muss? Das habe ich nicht verstanden. Das ist eine sehr gute Anmerkung. Wir haben natürlich durch die Stallbauformen mittlerweile sehr viele Betriebe, die nur mehr Gülle erzeugen können. Und es gibt immer noch einige in Südtirol, zumindest Mistbetriebe, aber es gibt sehr viele Güllebetriebe. Dort gibt es verschiedene Methoden. Es gibt die technische Methode des Separierens der Gülle, wieder in Feststoffe rückentwickeln. Diese Fest, da wird dann praktisch Wasser wegsepariert und die Gülle wird wieder fest. Die wird auch in verschiedenen Betrieben aufbereitet und dann zu Kompost wieder entwickelt. Das ist eine Methode. Die Vergasung ist natürlich in den Biogasanlagen ist eine andere, wobei das bodentechnisch eine Verarmung ist, wenn wir langfristig nur mehr Biogasgülle ausbringen, aus meiner Sicht. Die andere ist wieder in einen aeroben, in einen Sauerstoffzustand zu bringen, das heißt die Gülle belüften, was aber sehr viele Ausgasungsverluste zur Folge hat. Und was ich ganz spannend finde und selber noch nicht probiert habe, ist ein Ratschlag von Michael Machacek, der Leiter des Institutes für Alpine Landwirtschaft in Kärnten, der ein absoluter botanisch-agronomischer Spezialist ist, der hat gesagt, er würde Gülle wieder mit Strohmehl anreichern, damit damit diese Kohlenstoffkomponente wieder in die Gülle kommt und dadurch Nährstoffe bindet. Stroh bindet ja enorm viel Nährstoffe. Sie können das zu Hause mal probieren, wenn Sie neben einen Salatkopf den mit Stroh rundherum abdecken, dann wird der Salatkopf weiß, weil das Stroh unglaublich viel Nährstoffe binden kann. Oder wenn Sie es dann ganz probieren wollen, dann nehmen Sie mal ein bisschen Holzkohle, also nicht Asche, Kohle, und legen das neben einem Salatkopf, dann hungert er definitiv aus, weil Kohle so eine enorme Nährstoffkapazität hat. Das Kohle saugt so lange an, bis es gesättigt ist und dann beginnt sie langsam abzugeben. Das ist übrigens das Prinzip der Terra Preta. Ich habe eine zweite Frage. Die wunderschöne Idee mit den Käsegutscheinen und so und Hotel und so weiter. Nur wie stellt sich das Finanzamt da? Das ist ja eigentlich eine Schwarzgeldwirtschaft. Das ja eigentlich umgeht die Mehrwertsteuer und so weiter, oder? Selbstverständlich, dann wird es erst spannend. Schwarzgeldwirtschaft ist natürlich in Italien etwas, was wir zuhauf kennen. Aber mir war es wichtig, ein System einzuführen, das eben keine Schwarzgeldwirtschaft ist. Und daher musste ich vom System ablassen, dass ich von Ihnen 1.000 Euro bekomme, die 1.000 Euro, was für mich einfacher gewesen wäre, für 10 Jahre behalte und Ihnen nach 10 Jahren die 1.000 Euro zurückgebe und in der Zwischenzeit jedes Jahr die Zinsen in Naturalien auszahle. Das ist ein System. Dieses System ist in Italien eigentlich als ganz klares Bankengeschäft
definiert. Das war es übrigens in Österreich auch. Vielleicht hat es jemand mitbekommen, was mit den Waldviertler Schuhen passiert ist. Da war dieser ganze Prozess von Heini Staudinger, der jetzt letztlich erwirkt hat, dass die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde mittlerweile auch diesen Prozess zulässt. Ich habe nicht die Größe der Waldviertler Schuhwerkstätten. Und dann haben wir den Weg gefunden, dass wir gesagt haben, wir machen einen Vorabverkauf. Im Zivilgesetzbuch als Prevendita di Cosa Futura festgeschrieben in Italien. Und ich habe im Prinzip die gesamte eingenommene Summe ad hoc versteuert. Mehrwertsteuertechnisch. Ich habe 181.500 Euro am Tag der Einnahme versteuert. Und somit ist es versteuert. Und jetzt gebe ich diese Summe in Form von Naturalien zurück. Aber im Prinzip tilge ich die Summe. Ich gebe nicht mehr 1.000 Euro zurück, sondern ich gebe jedes Jahr 100 Euro in Form von Käse. Und der Gastwirt, der verbucht diese Scheine genauso wie Euro. Die haben einen Gegenwert in Euro. Er macht ja die Rechnung oder eine Steuerquittung und da steht dann der Betrag in Euro drauf. Das geht gar nicht anders. Also er muss den Verkauf, den er vornimmt, wenn der Herr aus Hamburg kommt und bei ihm die Rechnung bezahlt, dann versteuert er das ganz normal in Euro. Wobei es vielleicht als Ergänzung einen ganz wesentlichen Unterschied gibt, ob Sie den Gutschein bei mir, bei der Naturalie in Form von Käse einkaufen oder im Hotel Greif oder im Restaurant Brödig in München in Form von Essen. Weil wir den Wert des Käse für 10 Jahre behalten. Das heißt, wir zahlen Ihnen auch im 10. Jahr für diesen Gutschein, geben Ihnen 200 Gramm Käse zurück. Jetzt gibt es genügend Ökonomen, die sagen, das ist wirtschaftlich, betriebswirtschaftlicher Selbstmord. Darüber können wir noch gerne diskutieren, was meine Überlegungen dahinter waren, diese Summe fix zu halten. Das kann das Hotel Greif natürlich nicht. Das Hotel Greif konnte mir nicht die Garantie geben, dass sie mit diesem einen Gutschein immer das Schokolademousse kaufen können in 10 Jahren, weil der natürlich seine Kostenstruktur eine andere ist und er muss sie anpassen. Das heißt, heute essen Sie mit 10 Gutscheinen wunderbar beim Hotel Greif und in 10 Jahren kriegen Sie dann vielleicht nur mehr die Vorspeise, jetzt extrem formuliert. Aber am Engelhorn oder bei Engelhorn kriegen Sie immer 200 Gramm Käse. Das eine ist der Inflation ausgesetzt und das andere ist eine Bindung eigentlich unabhängig vom Geldwert. Mhm. Bitte schön. Gerne. Möchte noch jemand schnell, weil dann machen wir fertig. Haben wir alles? Die Hand, mehr oder weniger. Dann alle Flasche leer. Bitte. Ich wollte Ihnen vorher schon fragen, eben wegen die effektiven Mikroorganismen. Und jetzt haben Sie aber, und eben auch wegen der Therapeuta, weil mich das eben so interessiert. Nicht? Und was sagen Sie zu der? Ja, hochspannend. In unserem Betrieb, es gibt so viele Bausteine, dass sie manchmal dann oder dass sie immer wieder muss Prioritäten setzen. Mhm. Wir bauen derzeit das obere Stockwerkhaus in der Käserei, übrigens auch wieder ein anderes Finanzierungsmodell. Aber das ist etwas, was mich auch brennend interessiert. Mhm. Und irgendwann werde ich es auch machen. Im Prinzip. Worum geht es da? Im Prinzip geht es nur mehr darum, meiner Kompostwirtschaft noch diese Komponente der Pflanzenkohle zuzufügen, die diese unglaubliche Fähigkeit hat, diese Nährstoffe aufzunehmen und wenn sie dann gesättigt ist, diese noch langsamer abzugeben. Okay. Das ist eigentlich noch so, zumindest habe ich so das verstanden, so der letzte Baustein, der die Kompostwirtschaft dann ergänzen wo würde. Wo kriegen Sie eben die Pflanzenkohle her? Das ist aber mein Problem. Ja, da gibt es ein Buch, Futur 2, Harald Welzer. Ja. Der hat so einen großen Wälzer herausgebracht, da sind positive Beispiele dabei, wie jetzt gerade Wandelprozesse in der ganzen Welt passieren und da ist ich lese jeden Abend eines dieser Beispiele, da schläft man wunderbar ein danach, weil es so schön ist, und eines da ist auch die Herstellung von dieser Pflanzenkohle, da gibt es ein System von einem Schweizer, glaube ich, der in der ganzen Welt, jetzt schon mit so Kegelproduktion irgendwie, also hat ein Verfahren entwickelt, das ganz schonend Wie früher, die Köhler.
Ja, aber das nicht, nein, das ist ein bisschen anders. Also er hat so einen Konus entwickelt, aber lesen Sie es dort nach. Die Pyrolyse und dann ist im Internet das noch vertieft. Wenn Sie mir noch einen Titel geben von dem Buch. Futur 2. Futur 2. Futur 2, ja. Harald Welzer. Geschichten des Gelingens. Geschichten des Gelingens, ja. Aha. Okay. Das sind viele schöne Geschichten, also da ist das Leben. Ich versuche, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, wir haben noch einen wunderbaren Schmied im Ort. Ja. Und das ist zwar dann umwelttechnisch auch sehr zweifelhaft, aber ich versuche ihn noch immer zu überreden, noch einmal an seinen Kohlemeiler. Kohlemeiler zu machen. Und dann 10 Tage in geselliger Runde den Meiler zu bewachen. Das wäre auch eine Möglichkeit, Kohle her. Ja, die Köhler, da kann man sich vormerken schon eventuell, nicht auf den Ertrag dieses Kohlemeilers. Vielen herzlichen Dank, Alexander Agatle, für diesen spannenden, anregenden, in jeder Hinsicht genussvollen und auch Hoffnung schaffenden Abend. Bitte einen Applaus an Alexander und viel Erfolg. Danke. Weiterhin.